Morning, aviators. I'm on the way to Freiburg to fly the T28 to Aachen. And then we have a nice flight back with a Beechcraft King Air 90. Air is off direct. Cold flaps. So, cold flaps open. Heater ist off. Delta Alpha Victor dreht den rechten Landing Gears down. Wind Nordost mit 6. Instruments 26 Fuß. Elevation 620, gut. Park Brake brauchen wir nicht. Ignition ist off. DC Power Walls, okay, wir sind auf extern. So, das war jetzt Prime 4. Ja, vor, bei 10 Blättern fängst du 2 Sekunden an zu primen und bei 12 dann die Ignition on. Ja, also erstmal ziehen wir Blätter durch, 10 Blätter durchziehen. Ja, genau, und dann erst mit Primen beginnen. Ja. So, und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, Prime, 1, 2, Ignition. Okay, gleich bremsen, dann auf 30 Inch Power aufbauen, dann bremsen loslassen. Auf 45 Inch. Dann bei. Ja, gibt es eine Geschwindigkeit, wo man anfangen sollte, mal die Nose zu liften?
Also so mit 40 Knoten hast du aerodynamische Kontrolle. So ab 50 so kannst du schon, dass das Nose Wheel hebt dann automatisch ab.
Lübeck, rechter Queranflug bis zu 07. Is received. Exit lights are on. Yo. On, yep. Brakes. Checked. Flight controls. Great. Stimmung, die haben wir schon. Ne, die flaps haben wir required und die Trimmung passt. Engine instruments. All in green. Yep. Checklist is completed. Taxi Checklist war completed, gell? Jo. So, Takeoff Briefing heißt, wir fliegen so die Bahn runter, gleich Rechtskurve und dann nach Kenum und dann wieder rechts. Exakt. So, Altitude Preselect habe ich schon mal auf 10.000 gemacht. Jo. Vertical Speed. Mit außen steigen wir mindestens. Jo. Irgendwo war doch dieser komische Turm noch. Wo war denn der da rechts, gell? Der war irgendwo so quer ab in der Mitte von der Bahn. Jo. Okay, gleich. Aber, oh, ja. Genau, so. Auto-Ignition. Jo. Ja, da gehen wir auf den zweiten. Ja. So, Engine Ice Protection haben wir alles. Jo. Bug Selector machen wir dann. Machen wir nachher. Beziehungsweise wir gehen dann auf nach. Jo. Jo. So. Hot Fives. Jo. Heat an. Jo. So. Landing Lights aber an. Transponder. Der ist automatisch das an. Da musst du dann nachher nur einen Kurs eingeben. Gut. So, dann machen wir auch schnell die Props fässern. Jo. Auf der Takeoff-Checklist. Flaps ab und Prop auf 2000 zurück. Damit steigen wir dann. Ja, genau. Und wenn wir vor Flight Level 140 haben wir dann auch die Klappen drin. Genau. Gut, dann gehen wir auf die Bahn. Rechts ist frei. Sag's dem Bescheid. Jo. Sierra 5 Charlie Echo Echo is ready for departure runway. Holding short runway 07. Sierra 5 Charlie Echo Echo lining up in your own discretion in case the approaching area is free of traffic. Service wind currently 340 3 knots. Lining up 07, Sierra 5 Charlie Echo Echo. Einzeit ist frei. 07. Echo Bravo dreht einen rechten Queranflug bis zu 07. Speed is alive, almost 70 knots. 80 knots. 90 knots. 95, rotate. Positive climb, gear up. Der rechte Prop ein bisschen weniger. Ja. Und dann kannst du auch noch die andere Frequenz gehen. Okay. Sierra 5 Charlie Echo Echo verlässt die Platzrunde. Bis zum nächsten Mal, danke. Tschüss. Sierra 5 Charlie Echo Echo
Startzeit 2:02, der Plan ist aktiv. Schönen Flug. Hey, vielen Dank. Schönes Wochenende. Tschüss. 5, Check pitch trim. Langer Radio, good morning. Sierra 5, Charlie, Echo, Echo. Sierra 5, Charlie, Echo, Echo, good morning. Köln, Köln, H1026, Squawk 4117. Squawk 4117, QNH 1026, Sierra 5, Charlie, Echo, Echo. Roger, Mike. Roger, Mike. Wenn du okay bist, mach die Klappen rein. Ja, mach mal wieder rein. Luft auf Yankee, Mike. Luft auf Yankee, Mike. Luft auf Yankee, Mike. Luft auf Yankee, Sierra 5, Charlie, Echo, Echo. Es geht zu Clearance Limit Lupen. Initially via Heading 140. Expect turn to Golf Tango Quebec, Golf Tango Quebec soon. Cramp got level 100. Autopilot disconnect. Clear to Lupen, flight level 100. And expect next to direct to Kotoko. Yeah, so now Heading 140, Sierra Echo, Echo. Heading 140, Sierra 5, Charlie, Echo, Echo.